Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Starttrade beträgt hier 2000 US-Dollar. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien MetaTrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren im MetaTrader 5. Euro, British Pfund. Sieht ganz gut aus, hier steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal, sollte der erste Trade verloren gehen. Vielen Dank für die vielen Weihnachtsgrüße, wir haben uns sehr gefreut. Sieht gut aus aktuell. Der Trade ist deutlich im Gewinn. Ich vergebe noch 2 Plätze für mein Privateinzelcoaching. 10.000 pro Monat, wer noch Interesse hat, bitte bis spätestens 31.12. die Anzahlung in Höhe von 10% leisten. Der Restbetrag ist dann bis zum 31.05. zu bezahlen. Perfekt, den Trade habe ich gewonnen. Ich suche noch einen Trade. Out US-Dollar. Leider habe ich um diese Zeit nicht so viele Währungspaare zur Verfügung. Zum Jahreswechsel. Britisch Pfund Yen. Allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Das sind dann auch die allerletzten Plätze, da ich ja aufhöre. Hatte ich schon in vergangenen Videos gesagt. Okay, Euro, British Pfund, wenn er noch mal nach oben gehen sollte, könnte man auch einsteigen. Zum Jahresende sollte man dann auch lieber nicht mehr traden, da die Kurse unberechenbar sind. British Pfund Yen geht jetzt nach unten, reicht aber noch nicht. Der Kurs steigt wieder, das nützt mir nichts. Euro Yen, hier steige ich ein. Steige nochmal ein,
5000 US-Dollar. Wichtig ist, dass ich den zweiten Trade gewinne. Vielleicht gewinne ich auch beide Trades. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Jetzt schießt er nochmal hoch. Perfekt, knapp gewonnen. Aber gewonnen ist gewonnen. Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Adios.